Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5 mit mir, Wolfram Kabit. Schon verdammt lange her, dass ich das hier wieder gezockt habe und ich habe ehrlich gesagt tierisch Bock wieder drauf. Als allererstes krallen wir uns das Headpack und verziehen uns hier, bevor uns die GEMA wieder einen Strich durch die Rechnung macht wegen irgendwelcher Musikstücke, die im Hintergrund laufen. Nein, die Knarre solltest du eigentlich nicht rausholen, aber was soll's. Was haben wir denn sonst noch? Hat die einen Schalldämpfer bei dir? Die hat einen Schalldämpfer. Nehmen wir die. Anzug hast du ja an. Nee. Jetzt drücke ich hier schon wieder die ganze Zeit Tab für die Karte, weil ich so Assassin's Creed geschädigt bin. Was ist denn das da? Solomon. Haben wir sonst noch irgendwas oder müssen wir jetzt Michael spielen? Es sieht so aus, als müssten wir Michael spielen. Dann spielen wir jetzt einfach Michael. Gut. Attacke. Hey, unser Gärtner ist auch wieder da. Looking good, Carlos. Natürlich kommt er aus Mexiko. Und vögelt natürlich auch unsere Frau. Und das ist natürlich vollkommen ein falscher Radiosender. Und wir überbrücken das, indem ich das einfach kaputt laber. Und schon besser. Oh, da bin ich falsch gefahren. Egal, passt noch. Eigentlich müsste ich jetzt hier noch die GTA-Playlist um 2 Lieder erweitern. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon getan habe. Ach, ja, unser Film-Heini. Stimmt ja, der war Solomon. Wir stellen uns einfach mal richtig schön assi. Kann vor Kraft und nicht laufen, die Karre, ne? Können wir einfach nochmal anfahren, dann wären wir schon nächstes in der Parklücke drin. Schön noch einen Behindertenparkplatz. So. Dem Titten-Audi hier oder wie man das Markenlogo oder sonst bezeichnen sollte. Halt, Moment. Muss ich hier irgendwo auf einen... Ah, da, okay. Hallo, hallo. Good to see you, Slick. Devin. What the hell are you doing here? It's over, Michael. You done good, kid. You kept this bullshit up long enough to help me trigger a fantastic insurance payout when the plug is pulled. I love you. You're like my spirit brother now. Where's Solomon? He's out getting the negatives of film, whatever the fuck it is. The last dinosaur in town is about to get fossilized. What are you talking about? Look, the movie's nearly done, so if the plug's pulled now, the investors, meaning us, get a massive insurance payout. Meanwhile, I can use that to get the other major shareholder, the old bastard's idiot son, to agree to tear this relic down and let me redevelop the area for condos. In this economy, the city's gonna let me build tax-free. I might even get some rebates. It is a brilliant thing, and it is all thanks to you and Molly's eye for the details of the insurance policy. Michael, they're fucking us! The suits! And they don't even wear suits! Wolves in turds clothing! Try not to take it too badly, Mr. Richards. Were you ever a human being? Look, people used to like films, now they like what? Videoing themselves, beating off on their iFruit phones. Don't blame me. I'm a very spiritual person. I feel badly about this. But evolution is evolution. Gentlemen, Molly, namaste. Can I take the film now, Mr. Richards? My plane leaves in 25 minutes. Can't we do something? At least let me finish the picture, then close the place down. I'm afraid our timetable doesn't allow for that. Goodbye, Mr. Richards. Where the hell is she going with that movie? She is taking the only copy offshore, somewhere nice and discreet. Analog. God, it's certainly got its complications. Michael, can you do something? No, he can't do anything, pal. It's an inevitability. My wife got screwed by a yogi. And now I'm getting screwed by a yogi? Fuck that! I'm a producer! Nobody fucks with my film! Ugh.
Oh, yeah. The airport, talk to her. That's it. Okay. Steig ein, deine Karre. Die haben wir extra getuned. Die sollte ja schnell sein. Okay. Unglaublich unpassender Song für eine Verfolgungsjagd, aber okay. Ich glaube, ich kann auch nicht vorspulen, weil halt Radiomodus, egal. Slow it down, Slick, you're not thinking. Hey, I'm a producer. I'm producing the goods. Don't do this, Slick. Think. She's got a police escort. She's on the way to my personal hangar. Security at the airport work for me. I just want to get the film back. Or she does anything rash with it. Molly's highly strung. She's not gonna stop and talk it out with a deranged killer chasing after her. That ain't who I am. Today, look, I don't want to hurt anyone. I just want to get my movie. Slow down and use your brain. Fun time is over. Ich habe das Gefühl, Michael sollte sich vorher noch die Gatling Gun kaufen. Aber wir haben ja die Saw dabei, die sollte ja langen. Weil so scheiße schieße ich ja nicht, frage ich jetzt einfach mal von mir zu behaupten. Aber ich habe das Gefühl, wir treten den gleich richtig schön in den Arsch. Verfolge Molly, okay. Bla 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 bla. Ach gut, wenn sie mich eh schon verfolgen. Halt die Klappe. Okay. Hat die gerade mich mit ihrer Karre wie ein Go-Kart weggerannt, als wäre ich gar nicht da? Was ist denn hier los? Achso, das ist eine Feuerwehrübung. Ich dachte gerade schon. Ja, das ist ja sehr schön, dass ihr genau dann in dem Moment hier ein Slow-Mo einblendet, ich aber nicht lenken kann, ihr Affen. Ja, leck mich doch. Scheiß Spiel. Ja. Genau, Michael ist tot. P-Pistole, schwere Pistole. Nehmen wir die mal. Stirbt der Typ auch nochmal? Manchmal frage ich mich hier echt, was die GTA-Macher geraucht haben. Dass die solche Skripte hier schreiben. Und das Schießen kann ich mir eh sparen. Die Karre ist wahrscheinlich kugelsicher. Alles Skript-Event. Hallo, Flugzeug. Ja, ja, genau. Und jetzt kann ich währenddessen eigentlich nicht so wirklich lenken. Genau. Gratuliere.
Zum Glück haben wir ja Allrad, ne? Zumindest hätten wir ihn rein theoretisch. In dem Spiel aber nicht. Ja. Nein, verdammt. Nach Helikopter jetzt auch noch. Ist ja nicht schlimm. Nee. That man's a murderer. He wants to kill me. No, for sure, jetzt erst recht. Halt. Wobei, wir sollten vielleicht... Ja, die nehmen. Jetzt haben wir leider nicht gesehen, was passiert ist. Die Alte jetzt in den Helikopter, also in die Turbine reingerannt. Dann gucken wir doch nochmal, ob wir die Videosequenz gesehen bekommen. Aber wenn die da reingelaufen ist, dann ist der Film doch auch geschreddert. Fuck. Gut, sieht man nicht mehr. Reloade du mal. Okay, kommen wir auch irgendwie wieder raus? Natürlich nicht. Kommen wir nach oben? Ich habe keinen Bock, durch die Vordertür rauszugehen. Da bin ich sehr, sehr ungewillt. Sehen die ein bisschen anders? Yo, Michael. Machst du das super? Steig ein, Alter. Oh. Also haben wir jetzt effektiv so lange gebraucht. Kann ich mit dem Privatjet weg? Kann ich da rein? Ich wollte gerade fragen, fliegt er nochmal vorwärts? Hier ist nichts mit Pullover. Ich würde hier gerne einmal mit dem Ding drehen und vernünftig starten. Das wäre jetzt mal so mein Anliegen. Ja toll, jetzt kommen wir hier nicht durch, weil die Dinger sind in dem Sinne unzerstörbar. Kann ich aussteigen? Kann ich. Hey, I ain't done
done anything! Hat er wirklich nicht? Ich bin Zeuge. Naja, super. Vorderrad schon platt. Das ist ja zum Glück nicht ganz so wichtig. Nehmen wir durch die Zäune, kommen wir auch nicht durch. Aber hier kommen wir durch. Na, hier ist noch nichts, Aura. Der ist ja gut. Steig ein, Alter. Auf zu labern. Oh, da war eine Viper gewesen. Und noch eine Viper. Okay. Okay. Sie haben mich verloren. Dann... stecken wir uns mal schnell hier unter der Brücke. Und hoffen, dass uns hier keiner sieht. Wir sind nicht da. Du siehst uns nicht. Wie hat der uns denn jetzt... Oh. Dein Ernst. Und dieser scheiß Helikopter nervt einen natürlich immer, weil man sich dann eine Brücke suchen muss, unter die man sich verkriecht, damit der Helikopter einen nicht sieht. Aber den scheinen wir irgendwie glücklicherweise losgeworden zu sein. Jetzt wissen sie wieder nicht, wo wir sind. Machen wir einfach. Aber toll, jetzt haben wir uns wieder gesehen. In dem scheiß Tor. Ah, Polizeihelikopter ist auch wieder unterwegs. Jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Ja, no visual. Das heißt jetzt eigentlich, ihr dürftet mich nicht sehen. Haben sie mich jetzt doch wieder. Sieht schlecht aus, die kommen da vorne gleich um die Ecke, ne? Jupp. Sweet Jesus! Nee. Das Anhalten wäre in dem Sinne zu einfach. Gucken wir mal, wo wir hier lang kommen und ob wir hier lang kommen. Kommen wir denn hier auch hier durch? Natürlich nicht. Ja, und jetzt sind wir festgefahren, ist klar. Dein scheiß Helikopter. Treffe ich den nochmal?
Schon wieder? Habt ihr jetzt davon? Jetzt haben wir schon 4 Sterne. Wird ja immer besser. Nehmen wir mal das, was am sportlichsten hiervon aussieht. Und der nächste Helikopter, klasse. Ja, sogar 2 Stück. So, ja, da kommt schon das SWAT-Kommando. Passt. Uah, Alter. Was war das? Okay, haben so einen Reifen erwischt. Die Saftsäcke. Wird also immer schwerer für uns zu entkommen. Dabei hatten wir es eigentlich schon. Natürlich doppelt und dreifach blöd, dass die jetzt auch noch einen Reifen von uns erwischt haben. Wenn wir denen jetzt quasi vollkommen ausgeliefert sind, weil unsere Kiste nicht mehr geradeaus fährt. Weil es ausgerechnet auch noch ein Hinterrad sein müsste. Ohne Holz. Es ist so eine süße Straßensperre, ne? Die bringt mal so überhaupt nichts. Nehmen wir halt den. Er sollte ja halbwegs kugelsicher sein, hoffe ich. Oh, sie haben uns verloren. Natürlich kommen wir da nicht durch. Da können sie uns natürlich auch wieder sehen. Versteckt man sich da jetzt am besten? Scheiße, der sieht uns jetzt. Fuck! Weiß doch nicht, wohin mit seinem Leben, ne? Natürlich direkt instant Helikopter wieder im Arsch. Ey, man kann ja durch eigentlich alles durchfahren, ne? Und dann kommt da ab und zu echt so ein scheiß Busch oder was weiß ich, wo man nicht durch kann. Das ist echt nervig. Oh, mal sowas wie eine Eisenbahnstrecke. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Gucken wir einfach mal, wo wir hier lang kommen. Wobei das sieht aus, als würden wir Richtung Hafen kommen. Das wäre nicht unbedingt vorteilhaft. Also einmal umdrehen, bitte. Halt die Klappe mit deinem LSPD. Gibt doch keine. Achso, Stuntkamera oder was? Monster Stunt fehlgeschlagen. Aha. Komischer Monster Stunt. Okay, hier kommen wir auch Richtung Hafenbecken, so wie es aussieht, oder Richtung Strand. Wollte ich eigentlich auch nicht hin. Ich suchte eigentlich mehr so eine Art Tunnel, U-Bahn-Schacht, irgendwie sowas in der Art. Mein eins kann man der Karre erlassen, sie ist gut kugelsicher. Ja, ja, ja. Ich
Strap on time. Das klingt irgendwie falsch. Was machen wir denn jetzt? Der lahme Gurke kommen wir nicht wirklich weg. Ja, rammt ihr mal Busse. Immer schön auf die Unschuldigen. Ich meine, jetzt fahren wir ja immer noch im Kreis. Hat sich in dem Sinne ja nichts geändert. Way. Was wir jetzt machen können, ist da lang fahren. Suspect has crashed. Halte ich für ein Gerücht. Mach mal die Sirene aus. Damit wir nicht so auffallen. Ja, hier kommen wir aber auch nicht so wirklich weiter, ne? Meh, hier wird das Wasser auf einmal tiefer. Dein Ernst? Ich wollte sagen, du kannst jetzt hier nicht festfahren, Junge. Nicht die Halle, wo wir damals mal den LKW versteckt haben. Hier kommen wir aber auch nicht durch. Boah, ist das ätzend. Mittlerweile sind die Polizisten ja auch schon da, also die Jungs mit den Autos. Hier. Ich will mein Vehikel aber nicht stoppen. Ja, super. Hi. Nein, möchte ich aber nicht. Ich meine, mit den effizienten Straßensperren, die da bauen, fördern die doch eigentlich nur, dass der Verfolgte durch Fußgänger durchfährt, oder? Whatever. Folgen wir jetzt einfach mal den Schienen hier. Möglicherweise führen die ja irgendwann mal unter die Erde. Sind wir die Helikopter immerhin los? Weiß nicht, ob das so smart war, jetzt hier lang zu fahren. Bis da nämlich ein Zug entgegenkommt, sind wir im Eimer. Nein, das sieht gut aus. Aber wir bleiben erstmal hier stehen. Oder fahren wir weiter? Wir bleiben erstmal hier stehen. Und beten einfach, dass kein Zug kommt. Hey, I'm just a witness, okay? Natürlich kann ich jetzt hier nirgendwo lang. Ja, wieder einsteigen? Ja, kann ich. Hey, hervorragend.
Ja, wir speichern. Bestanden. Okay. Alter. I loved you once, Tony, but there's nothing between us. Now that I know you prefer dictation. Really? We're doing this now? I just watched Devin Weston's legal counsel get juiced in a jet engine. Oh, that Molly woman? Oh, Lord, that's horrible. You have no idea. She panicked, went crazy, and ran into it. But I saved the print, so we still got our movie. You believe that analog thing? It's all digital. We have backups everywhere. I mean, we're shooting on green screen. Well, you could have told me. I'm sorry. Look, I thought you knew. The edit's nearly done, and we've got to get it out before they can screw us again. Sehr gut. I've greenlit a premiere. That will stop them from burying us. A premiere? For Meltdown? Okay. Can you invite my family? They can finally have something to be proud of me for. Of course! It's already on its way by courier. All right. Shit. I'll get ready. It was an American divorce, by the way. The movie quote. Obviously. So, gut. Nee, jetzt hat Rui schon wieder auf Tab rum. Gut, Michael hat dann alles erledigt. Dann gibt es da noch was für Franklin, aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Das war GTA 5 für heute. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Euer Wolfgang Kabet. Ciao, ciao.